Kokosbusserl für meine Urenkel. Vater, Oma, ich wünsche mir so fest selbstgemachte Kokosbusserl von dir. Du kannst das so gut, habe ich gehört. Kannst bitte einen machen für mich? Das ist schon lang aus. Ich möchte es halt wieder einmal probieren. Am Ende tat es mir gefallen und zu einem guten Ergebnis führen. Ich fange an und die Busserl werden gar recht schön und gut. Ich weiß selber, wie die Arbeit mich gefällt und so richtig, wo ich mir tut. Jetzt denke ich auf, dass ich früher ja noch viele verschiedene Keks backen habe und fange einmal lesen an meinen alten Kochheftl an. Da finde ich Linzaugen. Die werde ich jetzt auch gleich probieren. Dort mit der Bur kann er so zum Backen verführen. Vanillekipfe, die mag echt auch jeder gern. In meiner Sammlung werden dies die nächsten werden. Walnussbusserl, die sind echt auch so gut. Zu denen hätte ich auch noch einen guten Mut. Jetzt hat mich der Bur auf den Weg gebracht, ganz an Krächten, was er so nicht zwölst alles bewirken kann, ist nicht zu übersehen. Jetzt sind von den gewünschten Kokosbusserl gar ein paar Sorten mehr geworden. Ich habe eine Arbeit und ein Burm sei Freude, kannst auch nicht übergewohnt.